möchte mich herzlich bedanken für das Vertrauen in meinen Wahlkreis. Es ist natürlich für die Sozialdemokratie Nordrhein-Westfalen ein bitterer Tag. Wir haben Verluste hinnehmen müssen, aber wir haben in Dortmund alle unsere 4 Landtagskandidaten durchsetzen können. Jetzt gilt es darum, auch das, was wir als Auftrag bekommen haben, in der Opposition umzusetzen. Aber ich möchte jetzt erstmal meinem Wahlkampfteam herzlich danken, dass sie wirklich die 8 Wochen lang auch mich ausgehalten haben. Da herzlichen Dank für. Ich glaube, dass man in so einem sehr intensiven Wahlkampf, den wir auch geführt haben, auch mal ab und zu mal seinen Kandidaten vielleicht aushalten musste, weil er ein bisschen vielleicht nervig gewesen ist. Aber es hat bei uns im Wahlkreis auch mit den Ortsvereinen sehr gut funktioniert. Da möchte ich auch allen für danken. Jetzt geht es darum, tatsächlich wahrscheinlich aus der Opposition raus darauf zu achten, dass nicht viel kaputt gemacht wird von der Regierung. Und wir müssen jetzt gucken, wie wir uns in Dortmund wieder aufstellen, um tatsächlich auch wieder kräftig zu sein für einen Bundestagswahlkampf, den wir führen wollen. Und wir Sozialdemokraten sind eigentlich bekannt dafür, dass wir nicht nach Niederlagen unser Kopf in den Sand stecken, sondern nach vorne gucken, kämpferisch. Was haben wir falsch gemacht? Das wird analysiert und dann wieder nach vorne gehen können. Ich werde mein Versprechen versuchen, so gut wie möglich einzuhalten, dass ich für Dortmund, für meinen Wahlkreis da sein werde, die Präsenz halten werde und versuche, ich werde alles dafür tun, dass diese Stadt weiter nach vorne kommt, gemeinsam mit meinen anderen Landtagskolleginnen und Kollegen. Baskani wahrscheinlich, ne? Erlit Milletvekili, ganz einfach. Jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Sag mal, ist das schon im Check. Ja, sehen und gucken, was morgen los ist. Okay. Dankeschön. Da kommen die Gratulationen. Basti, vielen Dank. Refik, vielen Dank. Ali, herzlichen Dank. Martina, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal. Du bist mit deiner Familie auch herzlich eingeladen. Super. Also eins verspreche ich euch, ich werde euch nicht enttäuschen. Der Kampf geht weiter für eine gute Politik. Und danke auch an meine Frau, die mich tatkräftig unterstützt hat und an mein gesamtes Wahlkampfteam. Ich muss erst mal gucken, wie es morgen weitergeht. Tschüss! Facebook Live von Volkan. Was sagt der Oberbürgermeister zur Wahl? Ich gratuliere Volkan Baran ganz, ganz herzlich, weil er ein toller Typ ist und ich gönne ihm das sehr, dass er jetzt auch mit einem überzeugenden Ergebnis gewählt worden ist und wünsche ihm für die Arbeit im Landtag zugunsten der Stadt Dortmund, also mindestens seines Wahlkreises und der Menschen, die da wohnen, alles Gute. Super, danke. Immer mit den Dingen zugange. Genau. Immer. Andrea, was sagen wir?
zu dem Wahlkampf? Top, wir haben unseren Kandidaten durchgekriegt, die Ziele sind erreicht worden, machen 5 Jahre Spitzenpolitik. Wir sind Dortmund, wir sind SPD, sagt Refik Gögülü. Da hat er recht, würde ich was sagen, oder? Ja, da mache ich dich so recht. Aysun, Wolfgang ist im Landtag. Was sagst du? Ich freue mich! Ja, hier freuen sich alle. Man sieht es nicht so, aber es ist so. Die Wahlparty hier im Rathaus geht weiter. Schönen Abend euch allen. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Tschüss.